Passagen ist eine Designveranstaltung, die es inzwischen seit 23 Jahren gibt. Also in 80er Jahren noch gegründet, Anfang der 90er, wo es noch gar keine Bildungsveranstaltung für das Thema Design gab. Und jetzt ist es, also wir haben ganz klein angefangen, jetzt ist es ein Programm mit 190 Ausstellungen zum Thema Design im weiteren Sinne im ganzen Kölner Stadtgebiet. Weil es ein sehr naheliegendes Thema ist. Es ist ja das eigene Lebensumfeld. Das muss man ja wissen. Also man muss sich ja nicht abstrakt mit Design beschäftigen. Man ist ja ständig von Design umgeben. Und das ist der eigene Lebenskontext. Und deswegen sind ja auch so viele Leute daran interessiert. Ja, alle Möglichkeiten. Und insbesondere die Möglichkeit, das Leben eben der Menschen zu verbessern in jeder Situation. Es kommt aus dem Prozess. Es ist nicht so, dass man da sitzt im stillen Kämmerlein und sagt, jetzt brauche ich eine Idee, jetzt brauche ich eine Idee. Dann kommt nämlich keine. Ne? Also ich finde, wenn man teilnimmt an einer Entwicklung und auch an einem Prozess und mit Leuten auch redet, das ist jedenfalls meine, ich kann das ja nicht verallgemeinern, dann funktioniert der Flow für mich sehr gut. Im Prinzip ja. Also es gibt welche, also die großen Workshops sind immer öffentlich. Zu allen Themen, wenn wir sagen, wir wollen mal ein Thema besonders untersuchen mit Fachleuten, dann laden wir ein. Aber normalerweise sind alle Workshops öffentlich. Naja, nicht zu sehr mit Scheuklappen nur auf das eigene Thema und nur auf Produkt so zu gehen, sondern eben auch auf Prozess zu gucken und sich mit anderen Kreativen zusammenzutun und die Themen zu untersuchen.